Hallo und willkommen zum Funke-Podcast. Wir sind Marxistinnen und Marxisten, die weltweit in über 30 Ländern als Teil der International Marxist Tendency, der IMT, aktiv sind. Wenn du Fragen hast oder selbst aktiv werden möchtest, melde dich unter www.derfunke.at. Schönen Abend von meiner Seite. Ich möchte beginnen mit einem Zitat, das die meisten von euch vielleicht auch kennen. Das Zitat lautet: Bildet euch, denn wir brauchen all eure Klugheit. Bewegt euch, denn wir brauchen eure ganze Begeisterung. Organisiert euch, denn wir brauchen eure ganze Kraft. Das ist ein ziemlich geniales, wunderbares Zitat und es erklärt zu einem guten Stück, warum Gramsci in der jetzigen Zeit, so lange nach seinem Tod bei Linken mit den unterschiedlichsten politischen Zugängen, so beliebt ist. Dieses Zitat bringt ziemlich gut auf den Punkt, dass Marxistinnen und Marxisten die Befreiung der Arbeiterklasse in erster Linie als Werk der Arbeiter und der Arbeiterinnen selbst sehen, die sie selbst ermächtigen wollen. Dieses Zitat stammt von der Ausgabe von Gramscis Zeitung Ordine Nuovo, das heißt so viel wie die neue Ordnung, vom 1. Mai 1919. Und es zeigt, genauso wie viele andere Texte, die der Gramsci so in seiner frühen Tätigkeit als Journalist in diversen sozialistischen und kommunistischen Zeitungen verfasst hat, welches große schriftstellerische Talent Gramsci war. Vielleicht einen Schritt zurück. Gramsci stammt ursprünglich aus Sardinien, wer in Geografie nicht so gut ist. Das ist eine Insel, die zu Italien gehört, so westlich der Toskana. Und von seiner gesellschaftlichen Struktur kann man Sardinien ziemlich gut vergleichen mit dem gesamten Süden von Italien. Das heißt, eine gesellschaftliche Struktur, die sehr stark geprägt ist von einer Agrarwirtschaft, wo es kaum Industrie gegeben hat und wo eine große bäuerliche Masse unter Bedingungen extremer Rückständigkeit und Armut gelebt hat, aber durch die Tätigkeit, durch die Rolle der Kirche und der sogenannten Dorfintellektuellen, wie der Gramsci das genannt hat, sehr stark gebunden ist an den Großgrundbesitz, der da eine wichtige Rolle gespielt hat in dieser mehr oder weniger noch vorkapitalistischen Gesellschaft. Gramsci wächst in so einem Umfeld auf und das unter sehr ärmlichen Bedingungen. Es gibt mehrere so Anekdoten, die er selber über seine Kindheit schreibt, wo das sehr gut zu tragen kommt, in welchen armen Verhältnissen er aufwächst und dessen, das er sehr politisiert hat. Wesentliches Ding war, er war ein extrem guter Schüler, konnte aber keine höhere Schule besuchen, im Gegensatz zu den Söhnen der sogenannten Dorfbourgeoisie dort, von Rechtsanwälten, Ärzten und so weiter, weil seine Familie ganz einfach nicht das Geld dazu gehabt hat. Seine schulischen Leistungen waren aber dann so besonders herausragend, dass er dann doch ein Stipendium bekommen hat und an die Universität von Turin gehen konnte im Jahr 1911. Und seine politische Prägung erfährt Gramsci im Wesentlichen als Student an der Universität von Turin und das in zweierlei Hinsicht. Einerseits, er kommt dort in Kontakt mit den Ideen eines italienischen Philosophen, namens Benedetto Croce, der in der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg in Italien so die zentrale Figur des italienischen Geisteslebens darstellt. Dieser Croce ist ein idealistischer Philosoph und sieht sich so in der Tradition des sogenannten Links-Hegelianismus. Welche Bedeutung das hat, würde ich dann gleich mal erzählen. Und das Zweite ist, dass Turin ist das Zentrum der industriellen Entwicklung im damaligen Italien. Hat eine sehr stark ausgeprägte Metallindustrie, ist der Mutterstandort, wenn man so will, des Fiat-Konzerns, der bis heute irgendwie der zentrale Wirtschaftskomplex in der italienischen Ökonomie ist. Und Turin hat nicht nur eine große Industrie, sondern eine sehr starke kämpferische Arbeiterbewegung. Das drückt sich zum Beispiel dadurch aus, dass diese Turiner Arbeiterbewegung im Mai 1915, wenige Tage vor Eintritt Italiens in den Ersten Weltkrieg, einen zweitägigen Generalstreik inklusive Straßenschlachten organisiert, um somit gegen den Kriegseintritt zu protestieren. Das ist ein Unikum in ganz Europa, dass
die Arbeiterbewegung einen derart militanten Widerstand gegen den Krieg leistet. Gramsci selber tritt 1911 der sozialistischen Jugend bei. Und diese Turiner Sektion der sozialistischen Jugendbewegung ist sowas wie das Rückgrat der revolutionären Strömung innerhalb der italienischen Sozialdemokratie. Und aus dem Kreis, der da mit Gramsci diese sozialistische Jugend in Turin an der Universität organisiert, kommen eine ganze Reihe von späteren Führern der kommunistischen Partei. Nur um so Namen zu nennen, die wir vielleicht mal gehört haben, so jetzt Togliatti, Terracini, Tasca. Vielleicht, also wie gesagt, er wird Mitglied der Sozialdemokratie und es ist, glaube ich, wichtig zu verstehen, für was diese Sozialdemokratie in Italien damals gestanden ist, um die weitere Entwicklung von Gramsci zu verstehen. Die steht ganz stark unter dem Einfluss der deutschen Sozialdemokratie und sie vertritt in eigenen Worten einen marxistischen Standpunkt. Dieser Marxismus ist aber, wie soll man sagen, es ist im Wesentlichen reduziert auf eine Methode der empirischen Erforschung von sozialen Phänomenen und geht davon aus, dass der Sozialismus sowas wie eine historische Notwendigkeit ist. Das heißt, durch die kapitalistische Entwicklung entsteht automatisch ein Prozess, wo die Gesellschaft in den Sozialismus hinüberwachsen wird. Und die Aufgabe der Sozialdemokratie oder der Arbeiterbewegung ist es rein, einen Klassenkampf zu führen, um den Bürgerlichen schrittweise Konzessionen, Zugeständnisse abzuringen. Und irgendwann wächst halt dieses System unter einer immer stärker werdenden Sozialdemokratie in den Sozialismus rüber. Der Marxismus erscheint in dieser Lesart im Wesentlichen als eine friedliche, legale Form des Sozialismus in Abgrenzung zu einer starken anarchistischen Strömung, die es in der italienischen Arbeiterbewegung gegeben hat. Jetzt kann man sich vorstellen, dass ein junger Revolutionär wie der Antonio Gramsci von dieser friedlichen, legalistischen Auslegung des Marxismus recht wenig gehalten hat und deswegen nach einer philosophischen Alternative Ausschau gehalten hat. Und wie gesagt, auf der Uni hat es damals diesen Stern gegeben, diesen Benedetto Croce, der ihm eine sichtbare Alternative dargestellt hat zu diesem Vulgärmaterialismus, den die Sozialdemokratie vertreten hat. Und dieser Croce war nicht nur dieser Vulgärmaterialismus war, wie gesagt, nicht nur auf den Unis damals präsent, sondern auch innerhalb der Sozialdemokratie. Der Gramsci gehört aber zu jener Generation von jungen Sozialistinnen und Sozialisten, die die Nachricht von der russischen Revolution 1917 mit voller Begeisterung aufnehmen. Und dieses Konzept einer Rätedemokratie, einer Arbeiterdemokratie zu der ihren machen. Er schreibt da eine ganze Reihe von Artikeln im Jahr 1917, 18, wo er diese Ideen der russischen Revolution nach Italien bringt und die dort verbreitet, über diverse sozialistische Zeitungen. Und es ist aber recht interessant, wie er diese russische Interpretation interpretiert, und da sieht man halt auch sehr stark diesen Einfluss, diesen idealistischen von diesem Hegelianer Croce. Er sagt mehr oder weniger, und das in Abgrenzung zur offiziellen Parteilinie der Sozialdemokratie in Italien, dass der Sozialismus oder die Revolution jederzeit realisiert werden könnte. Er sagt, schreibt wortwörtlich, für Revolutionäre gibt es keine Zeit, keinen Ort, und es gibt nicht sowas wie, er blendet völlig bestehende Kräfteverhältnisse in der Gesellschaft aus. Es reicht irgendwie der revolutionäre Wille. Und da gibt es zum Beispiel einen Artikel, der hat den Titel Die Revolution gegen das Kapital. Und da ist das Kapital nicht die Herrschaft der Bürgerlichen gemeint, sondern das Buch von Karl Marx. Und er sagt mehr oder weniger in diesem Artikel, dass die Revolution in Russland durchgeführt worden ist gegen die ganzen Prognosen, die Marx getroffen hat, ja, wonach es sowas wie einen entwickelten Kapitalismus braucht, dass man überhaupt einmal an eine sozialistische Revolution irgendwie denken könnte. Und er schreibt wortwörtlich, die Fakten haben die Ideologie überwunden und meint, dass die Bolschewiki, das heißt die
Lenin, die Revolution in Russland zum Sieg geführt haben, dass das gar keine Marxisten wären, sondern dass die in Wirklichkeit die deutschen und die italienischen Idealisten zum Durchbruch geholfen haben. Also dieses Konzept von Hegel und von diesem Benedetto Croce, das ist einfach sowas wie einen revolutionären Willen braucht, ein ethisches Prinzip, das hat Lenin irgendwie in die Tat umgesetzt. Ja. Dieser Artikel ist insofern wichtig, weil in der späteren Interpretation von Gramsci das zum ersten Mal als Beweis hergenommen wird, dass er für ein unabhängiges Denken im Rahmen des Marxismus steht. In Wirklichkeit verwirrt er aber mit dieser Analyse vielmehr das, was Marxismus unter einer Revolution versteht, weil der Marxismus natürlich irgendwie davon ausgeht, dass es sowas wie objektive, materielle Voraussetzungen geben muss für eine Revolution. Man kann nicht einfach aufgrund eines Willenaktes eine Revolution machen, sondern aufgrund der gesellschaftlichen Bedingungen muss eine revolutionäre Situation einmal herangereift sein. Und dann braucht es halt einen subjektiven Faktor, so wie die Bolschewiki in Russland, dass diese Revolution siegreich sein kann. Aber ohne objektive Voraussetzungen wäre das ein reiner Voluntarismus. So sehr man diese Analysen kritisieren kann, das Wichtige beim Gramsci ist, dass er fähig ist, basierend auf dieser Erfahrungen der russischen Revolution, eine revolutionäre Alternative konkret in Italien zu entwickeln. Er würde es nicht irgendwie bei abstrakten Begriffen lassen, dass es so eine Revolution wie in Russland braucht, das sagen ganz viele damals, aber er überlegt sich, sehr große Innovation ist er, dass er sich überlegt, wo in der italienischen Arbeiterbewegung gibt es ganz konkrete Ansatzpunkte, dass sie sowas entwickeln kann wie in Russland diese Rätedemokratie. Und er findet das de facto in diesen gewerkschaftlichen Belegschaftsvertretungen, die es bereits zu dem Zeitpunkt in Italien gibt, in den Fabriken. Das waren sowas wie die heutigen Betriebsräte in Österreich oder Deutschland, die aber nur von den Gewerkschaftsmitgliedern gewählt werden konnten. Im Gegensatz zu einer Rätedemokratie, wo alle Arbeiter im Betrieb ihre Sprecher, ihre Vertreter wählen. Aber der Gramsci sagt, unter dem Eindruck eines revolutionären Prozesses werden diese Komitees, diese Kommissionen irgendwie verändern und die Arbeiter werden einfach durchsetzen, dass alle, unabhängig davon, ob sie die Gewerkschaftsmitgliedschaftskarte haben oder nicht, das zu ihrem Instrument machen. Und genauso entwickelt sich das dann auch. Gramsci selber ist ab diesem Zeitpunkt Teil der sogenannten maximalistischen Strömung in der Sozialistischen Partei Italiens. Er spricht da immer von den Bolschewiki in Russland als den russischen Maximalisten. Und diese Maximalisten in Italien haben sich dadurch ausgezeichnet, dass sie gesagt haben, die Sozialdemokratie darf nicht, so wie vor dem Ersten Weltkrieg, in die Regierung eintreten, in einer Koalition mit bürgerlichen Parteien, den Liberalen zum Beispiel. Und sie muss auf einem revolutionären Weg für den Sozialismus kämpfen. Das große Problem bei denen war aber, dass sie zwar diese abstrakten Losungen zu den ihren gemacht haben, dass sie aber keine konkrete Taktik entwickelt haben, wie man das in Italien umsetzen könnte. Dadurch ist das irgendwie, es ist einfach abstrakt geblieben und hat nicht wirklich den Entwicklungsgang des Klassenkampfs in Italien dadurch beeinflussen können. Und der Gramsci lehnt diese Vereinfachung ganz einfach ab und sagt, wir müssen mehr machen als nur einfach abstrakte Propaganda betreiben, sondern wir müssen das konkret, müssen wir unsere revolutionären Ideen mit dem konkreten Klassenkampf verbinden. Ich habe vorher erwähnt, diese Zeitschrift Ordine Nuovo, wo er ganz eine wichtige Rolle gespielt hat. Diese Ordine Nuovo hat aber ebenfalls ursprünglich einfach so also der Gramsci verwendete Begriff, es war eine abstrakte Kulturzeitschrift. Das heißt, ähnlich wie Zeitungen wie das Tagebuch oder der Mosaikblock oder andere linke Publikationen, hat man ganz einfach versucht, Ideen zu verbreiten. Und der Gramsci sagt, das ist zu wenig, sondern man muss diese Zeitungen dürfen nicht nur Analyse bieten, sondern sie müssen eine konkrete Perspektive entwickeln,
wie die Arbeiterbewegung weiterkämpfen kann. Und er hat gesagt, es hat überhaupt einmal einen Putsch innerhalb der Redaktion von Ordine Nuova braucht, damit diese Zeitung diese politische Rolle einnehmen konnte. Seine Perspektive war, es wird in Italien zu einer Revolution kommen wie in Russland. Und das passiert dann auch im Jahr 1919, 1920, also so ein Jahr zeitversetzt zu Österreich und Deutschland und Ungarn. Österreich und Deutschland, sagen wir so. Und in Italien ist da der Begriff des Biennio Rosso, also der zwei roten Jahre, geprägt worden. Was war das? Im Wesentlichen ein monatelanger Prozess, wo die Arbeiterbewegung für massive soziale Veränderungen gekämpft hat. Das beginnt damit, dass die Metaller-Gewerkschaft, also in der Metallindustrie, dass die den 8-Stunden-Tag durchsetzt bei vollem Lohnausgleich und für eine Reihe von anderen sozialen Reformen kämpft. Ein wesentliches Thema damals war die massive Lebensmittelteuerung. War so stark, dass die Geschäftsinhaber im Einzelhandel, die so hohe Preise verlangt haben, dass die gezwungen worden sind, de facto die Schlüssel von ihren Geschäften der Arbeiterkammer der Gewerkschaft zu übergeben und die Arbeiterbewegung die Preise neu regulieren konnte, sodass sie das ein normaler Arbeiter ebenfalls wieder leisten hat können, einen normalen Einkauf. Da gibt es mehrere große Streikwellen und das kulminiert dann in einer großen Besetzungsbewegung von Fabriken, aber nicht nur Fabriken, sondern auch von Großgrundbesitz am Land. Dann mehr als eine halbe Million Arbeiter sind in dieser Betriebsbesetzungsbewegung aktiv. Es kommt zu Straßenkämpfen, es gibt da teilweise Meuterei in der Armee. Und was in massenhaft strömt vor allem eine neue Generation in die sozialistische Arbeiterbewegung. Das führt dazu, dass vor allem in Turin diese Gruppe rund um Gramsci, rund um die Zeitung Ordine Nuova, in einer Reihe von Organisationen die politische Mehrheit bekommt. Zum Beispiel in der sozialistischen Jugend, aber auch in der Metaller-Gewerkschaft der FIOM. Der Gramsci spielt halt als Journalist von Ordine Nuova da eine ganz wichtige Rolle, um halt dieser Bewegung halt ein politisches Sprachrohr zu geben. Das ist sehr große Leistung, kann man sagen, in dieser Zeit. Der Schwachpunkt bei Gramsci in dieser Phase liegt daran, dass er glaubt, dass allein durch die Existenz einer großen sozialen Bewegung die sozialistische Partei sich mehr oder weniger automatisch verändern wird. Dass einfach dieses Beispiel, diese Vorbildwirkung dieser Rätebewegung so einen großen Einfluss haben wird, dass der Reformismus in der Sozialdemokratie, in den Gewerkschaften völlig zurückgedrängt werden kann. Und er leistet selber keinen Beitrag zum Aufbau einer revolutionären Strömung, die eine neue politische Perspektive, wirklich eine revolutionäre Alternative mehrheitsfähig machen wird. Das ist ja etwas, das er 1924 dann in einem Text selbstkritisch erwähnt. Er sagt, wir wollten nicht als Karrieristen, als Fraktionisten da irgendwie dastehen und haben es deswegen abgelehnt, diesen Fraktionskampf zu organisieren. Das wird ganz wesentlich sein, dass er das nicht gemacht hat für die weitere Entwicklung der kommunistischen Partei, wie er dann gleich zeigen wird. Und der Gramsci gesteht jetzt selber ein, dass das irgendwie der große Fehler war von ihm, dass, und das auch entscheidend war, dass die italienische Revolution von 1919, 1920 im Endeffekt gescheitert ist und nicht siegreich war wie in Russland. Und unter diesem Eindruck, dass die Sozialdemokratie, diese revolutionäre Bewegung, diese Betriebsbesetzungen ständig sabotiert und in eine Niederlage führt, das löst dann beim Gramsci den Entschluss aus, dass er aber relativ spät, wie gesagt, erst, dass er sich dieser kommunistischen Fraktion, die sie herausgebildet hat, anschließt. Da schreibt er einen ganz wichtigen Artikel, der darauf hinaus, es braucht eine Erneuerung der sozialistischen Partei, einen völligen Bruch mit dem Reformismus und die Sozialistische Partei muss sie der kommunistischen Internationale unter Lenin und Trotzki anschließen. Und er stellt da ganz klar die Perspektive auf in dieser Zeit,
entweder es gelingt, in Italien die Revolution zum Sieg zu führen, eine erfolgreiche sozialistische Revolution, oder es wird eine ganz schreckliche Gegenreaktion der besitzenden Klassen geben. Er nennt jetzt das ganze neue Faschismus, das bildet sich heraus, aber in Wirklichkeit der Faschismus, der ein Jahr später entsteht, nach diesem Artikel, der ist genau diese Bewegung, die der Gramsci da irgendwie voraussetzt. Und prinzipiell Lenin und die Kommunistische Internationale unterstützen genau diesen Standpunkt, den der Gramsci da in der italienischen Arbeiterbewegung vertritt. Das einzige Problem ist, dass der Gramsci relativ spät zu diesem Entschluss kommt und da inmitten eines revolutionären Prozesses oder eher schon so am Ende dieses revolutionären Prozesses zu dem Entschluss kommt, er muss eine revolutionäre Organisation aufbauen. Und die ganze Erfahrung der Geschichte der Arbeiterbewegung ist, dass inmitten einer Revolution es unmöglich ist, eine revolutionäre Organisation zu improvisieren, sondern dass das irgendwie eine geduldige Vorarbeit braucht, die oft jahrelang dauert, wirklich ein politischer Klärungsprozess, wo die Stützen, die zentralen Aktivisten, die sogenannten Kader der Partei, Erfahrung sammeln können und überhaupt in einem revolutionären Prozess eine progressive Rolle spielen können. Wie gesagt, Gramsci macht das ganz am Schluss erst und das führt dann 1921 im Jänner, mehr oder weniger heute vor 100 Jahren oder vor ein paar Tagen war das, im Jänner 1921 zur Spaltung der Sozialistischen Partei in Livorno und zur Gründung der Kommunistischen Partei. Nur um die Mehrheitsverhältnisse ein bisschen im Kopf zu haben oder sich vorstellen zu können, auf diesem Kongress der Sozialistischen Partei gibt es drei Fraktionen. Die rechten Reformisten, die haben 15.000 Mitglieder ungefähr. Das Zentrum, diese Maximalisten, bei denen vorher auch der Gramsci war, die haben 100.000 Mitglieder. Und die neu gegründete kommunistische Fraktion, der sich Gramsci vorher angeschlossen hat, ungefähr 60.000. Das heißt, die Kommunisten sind in einer Minderheit, aber eine relativ signifikante Minderheit. Und es gibt aber nach dieser Spaltung in Sozialistische Partei und Kommunistische Partei gibt es eine heftige Debatte, wie man mit dem jetzt umgehen muss. Nicht zuletzt deshalb, weil gleichzeitig der Faschismus immer mehr am Drücker ist und zu einer realen Gefahr wird. Und das auch offensichtlich ist, weil da permanent Gewerkschaftsaktivisten, Sozialisten, Kommunisten von den Faschisten ermordet werden. Das ist eine reale Gefahr, oder Volkshäuser, Gewerkschaftshäuser niedergebrannt werden. Das ist keine abstrakte Debatte, wie man Widerstand gegen Faschismus leistet, sondern eine sehr handfeste. Und die Kommunistische Internationale sagt, angesichts dieser faschistischen Gefahr muss die Arbeiterbewegung in Italien eine Einheitsfront bilden. Unabhängig davon, was die sonstigen politischen Konflikte, Widersprüche sind, Kommunisten und Sozialisten müssen gemeinsam den Faschismus aufhalten. Und das Problem ist, dass die Kommunistische Partei Italiens diese Einheitsfront mit den Sozialisten ablehnt. Gramsci unterstützt diese Ablehnung, weil er befürchtet, wenn es zu einer Einheitsfront mit den Sozialisten kommt, dann werden Teile der Kommunistischen Partei wieder zurückfallen in diese alten sozialdemokratischen Muster. Und deswegen bildet er da ein Bündnis mit der extremen Linken innerhalb der Kommunistischen Partei, die Mehrheit hat. Warum hat diese extreme Linke, die eine sehr sektiererische Politik betreibt, die Mehrheit? Im Wesentlichen, weil der Führer von dieser Fraktion, der sogenannte Amadeo Bordiga, der in Livorno dann mehr oder weniger der Parteichef wird, der Erste war, der begonnen hat, so eine kommunistische Fraktion aufzubauen. Der hat, während der Gramsci nur in Turin aktiv war, rund um seinen engsten Kreis gewirkt hat, hat dieser Bordiga im gesamten Land versucht, seine Anhänger zu sammeln. Hat bereits sowas wie eine Organisation gehabt, war eine anerkannte politische Autorität und hat deswegen auch die Mehrheit bekommen auf diesem Kongress. Für welche Positionen ist dieser Bordiga gestanden und die extreme Linke? Gegen eine Beteiligung an Parlamentswahlen, gegen eine Einheitsfront mit den Sozialisten und überhaupt eine Ablehnung jeglicher Aktionseinheit mit anderen politischen Organisationen der Arbeiterbewegung für kleinere Ziele. Wurscht, ob das für Reformen ist, wurscht, ob das für die Verteidigung zum Beispiel des 8-Stunden-Tags ist oder ob es der Kampf gegen den Faschismus ist. Das ist zum Beispiel so weit gegangen,
dass diese kommunistische Partei es abgelehnt hat, bei den antifaschistischen Milizen, den sogenannten Arditi del Popolo, wo kommunistische Mitglieder sogar aktiv waren, sie daran zu beteiligen. Das heißt, den Kommunisten, die in dieser antifaschistischen Miliz aktiv waren, hat man gesagt, ihr müsst rausgehen und ihr müsst eine eigene antifaschistische Miliz gründen, wo keine Sozialisten dabei sind oder keine Anarchisten. Also eine sehr verrückte sektiererische Politik. Und wie gesagt, Gramsci unterstützt diesen Kurs die ganze Zeit, bis 1923. Ein Wendepunkt ist erst, wo er dann, es gibt Verhaftungswellen in Italien, man versucht irgendwie wichtige Kader außer Landes zu bringen, um die zu sichern, zu schützen. Er kommt nach Wien und geht dann weiter nach Moskau und in Moskau führt Gramsci eine Reihe von Diskussionen mit den Führern der Kommunistischen Internationale, vor allem mit Leo Trotzki, und wird da überzeugt von der Idee einer Einheitsfront. Das ist irgendwie ein ganz wesentlicher Richtungswechsel. Das ist prinzipiell eine positive Entwicklung in der ganzen politischen Vita von Gramsci. Aber es fällt mit einer anderen Entwicklung zusammen, die das Ganze irgendwie verkompliziert. Und zwar in der Sowjetunion steigt diese Stalin-Fraktion immer mehr zur absoluten Macht in der kommunistischen Partei auf. Und das wirkt sich auch aus auf die kommunistische Internationale. Und Moskau entscheidet mehr oder weniger auch mit bürokratischen Mitteln die Politik der Parteien in den anderen Ländern. Und im Fall von Italien schaut es so aus, dass die kommunistische Internationale den Gramsci ganz einfach nimmt, ihn nach Italien zurückbringt und ihn an die Spitze der kommunistischen Partei setzt, obwohl er keine Mehrheit hat. Er ist in einer eklatanten Minderheit und kann sie nur mit extremen bürokratischen Manövern, wo Wahlen, Abstimmungen permanent getürkt werden, kann er sie irgendwie an der Parteispitze halten. Und er spielt da irgendwie ziemlich mit und argumentiert dann auch, dass es keine unterschiedlichen Strömungen in der Organisation geben darf. Er argumentiert es mehr oder weniger damit, dass die unterschiedlichen Strömungen in der sozialistischen Partei extrem schädlich waren, dass sie ein gemeinsames Vorgehen in der Praxis verunmöglicht haben und deswegen argumentiert er keine Fraktionen, keine unterschiedlichen Meinungen. Es braucht sowas wie einen monolithischen Parteiblock. Und das ist natürlich etwas, was die spätere Durchsetzung einer stalinistischen Politik in der kommunistischen Partei massiv begünstigt. Was in dieser Zeit total wichtig ist, ist, es konsolidiert sich der Faschismus und der Gramsci versucht irgendwie einen Widerstand zu organisieren. Und man muss ihm zugutehalten, er ist einer der Ersten, der die Gefahr des Faschismus real versteht. Dieser Portiger zuvor, der hat gemeint, okay, wir haben da jetzt vielleicht ein halbes Jahr Faschismus und dann kommt es aber zu einer kommunistischen Revolution und dann übernehmen wir die Macht. Der Gramsci hat verstanden, wenn der Faschismus einmal an der Macht ist, dann wird er mit allen Mitteln die Arbeiterbewegung zu zerschlagen versuchen. Und er entwickelt eine Reihe von politischen Taktiken, die aber allesamt nicht gerade das Gelbe vom Ei sind, würde ich sagen. In einer ersten Phase geht er ein, wird die Kommunistische Partei Mitglied einer gemeinsamen Opposition mit der Liberalen Partei und den Sozialisten und appelliert an den König, der möge den Ausnahmezustand ausrufen und so den Faschismus stoppen. Gramsci beendet dann dieses Experiment von diesem bürgerlichen Gegenparlament und geht raus aus dieser Opposition und erhebt dann zwar die richtige Forderung nach einem Sturz der Regierung der Mörder, wie er es nennt, der Faschisten, gibt aber keine Antwort, was irgendwie eine politische Alternative dazu sein wird. Das heißt, das Ganze bleibt sehr abstrakt. Ein nächster Versuch war, die Einheitsfront-Taktik anzuwenden, was aber so ausgesehen hat, dass man die Gewerkschaften und die Landarbeitergewerkschaft gespalten hat und eigene kommunistische Gewerkschaften versucht hat aufzubauen, was ebenfalls innerhalb von relativ kurzer Zeit gescheitert ist. Und der nächste Vorschlag, den er geliefert hat, der ebenfalls eher Verwirrung gestiftet hat als politische Klarheit, war die politische Losung nach einer republikanischen Versammlung auf Basis von Arbeiter- und Bauernkomitees. Was kann man darunter verstehen? Eine republikanische Versammlung
wäre de facto sowas wie ein bürgerlich-demokratisches Parlament gewesen. Und dieses Parlament sollte sich aber stützen auf sowas wie Arbeiter- und Bauernräte. Das heißt, politische oder eine staatliche Struktur des bürgerlichen Staats soll sich gleichzeitig auf Struktur stützen, deren eigentliches Ziel irgendwie eine sozialistische Revolution ist. Das ist irgendwie ein Widerspruch, der auf die eine oder andere Art aufgelöst werden muss. Entweder es gewinnen die bürgerlichen Parteien oder die Arbeiterparteien, die Revolutionären. Und das erinnert sehr stark an das Konzept, das die linken Austromarxisten in Österreich in der Beziehung zwischen Parlament und der österreichischen Rätebewegung vertreten haben, was ebenfalls in Österreich zum Scheitern verurteilt war. Gut, und ein letzter Punkt, um diesen Komplex irgendwie abzuschließen, was gleich auch wichtig zu verstehen ist. Wie in Russland gibt es eine extrem wichtige Entwicklung, das ist der Aufstieg von der Stalin-Fraktion zur absoluten Macht. Und diese kommunistische Partei der Sowjetunion macht enormen Druck auf die kommunistischen Parteien in anderen Ländern. Und man kann sagen, dass der Gramsci diesem Druck beugt und in dieser Debatte Partei ergreift für die Stalin-Fraktion. Und er meint einfach, die politische Linie, die Stalin in der Sowjetunion verfolgt, ist richtig. Die einzige Kritik, die er übt an Stalin, ist, dass der irgendwie die linke Opposition völlig unterdrückt und ausradieren möchte. Und er sagt, man muss denen ebenfalls einen Platz lassen, dass da irgendwie eine politische Debatte möglich ist. Aber im Prinzip wird der Stalin irgendwie zu einem unkritischen Apologeten der Entwicklungen in der Sowjetunion in dieser Zeit. Was man dem Gramsci aber zugute halten muss, ist, dass er in dieser Phase 1925, 26, wo er noch in Freiheit ist und politisch agieren kann, dass er da in Wirklichkeit eine kommunistische, eine revolutionäre Perspektive vertritt. Also er sagt, nach dem Sturz des Faschismus oder der Sturz des Faschismus ist nur möglich durch eine Arbeiterrevolution und die Arbeiterklasse muss die politische Macht erobern. Das hat nichts mit dem zu tun, was die kommunistische Partei in Italien am Ende des Zweiten Weltkriegs in dieser revolutionären Bewegung gegen den Mussolini-Faschismus dann vertreten wird. Es gibt einen großen Wendepunkt in seinem Leben, das ist, er wird 1926 verhaftet. Er ist zwar Abgeordneter, hätte eigentlich Immunität als Parlamentsabgeordneter, aber die Faschisten kümmern sich natürlich um sowas nicht und verhaften alle kommunistischen, alle linken Abgeordneten. Und er landet im faschistischen Kerker, wird für, glaube ich, 20 Jahre zu Zuchthaus und Kerker verurteilt. Und in dieser Phase, oder diese Phase ist ganz wichtig für die Rezeption von Gramsci nach dem Zweiten Weltkrieg und bis heute. Dann kommen wir zu den sogenannten Gefängnisheften, auf die sich alle Gramsciologen und Gramscianer beziehen. Im Wesentlichen, also man darf nicht sich das vorstellen, dass das ein abgeschlossenes Werk ist, wie, keine Ahnung, das Kommunistische Manifest oder das Kapital oder so, wobei das Kapital nicht abgeschlossen war, sondern es ist eine Sammlung von Übersetzungen, Notizen, Vorarbeiten zu späteren Buchprojekten, kulturhistorische Abstracts und so weiter. Und das heißt, ganz ungeordnet und erst nach dem Zweiten Weltkrieg wird von der Kommunistischen Partei dieses Konvolut an Notizen und Texten herausgegeben. Zuerst in einer sehr gekürzten Version, die rein ins Konzept der Kommunistischen Partei passen sollte, und 1951 dann in seiner Gesamtheit. Die Schriften, nur um Verständnis zu kriegen, welche Bedeutung das Werk von Gramsci für die spätere Kommunistische Partei hat. Das gesamte schriftliche Werk von Gramsci vor 1926, also in der Freiheit, wird erst 1973, also mehr als 20 Jahre später nach den Gefängnisheften, veröffentlicht. Der wesentliche Grund ist, dass die Kommunistische Partei kein Interesse gehabt hat, dass das studiert wird, was Gramsci vor 1926 von sich gegeben hat, weil das einfach in krassen Widerspruch gestanden ist zu dem, was die Kommunistische Partei an
konkreter Praxis entwickelt hat. Dazu kommt, dass diese Gefängnishäfte halt unter den Bedingungen der Zensur entstanden sind, sehr verschlüsselt sind und extrem viel Spielraum offen lassen für Interpretationen. Das ist natürlich für einen linken Akademiker, der sich auf Textanalyse versteht, eine riesengroße Schatzkiste hat, diese Gefängnishäfte. Die zentrale Theorie, auf die sie die Gramscianer dann beziehen sollten oder die kommunistische Partei, ist die sogenannte Hegemonietheorie. Und damit wird irgendwie die gesamte reformistische Strategie der kommunistischen Partei nach 1944 legitimiert. Da gibt es zwei wesentliche Begriffe. Das ist der Stellungskrieg und der Bewegungskrieg. Die These, die der Gramsci da vertritt, in Russland, im Osten, wie er es nennt, war es möglich, einen Bewegungskrieg zu führen. Sprich, ein frontaler Angriff, ein revolutionärer Aufstand und der Kampf um die Staatsmacht. In Westeuropa hingegen ist es nicht möglich, weil die bürgerliche Herrschaft viel mehr austariert ist, eine viel längere Geschichte hat. Da gibt es nicht nur den Staat als Zwangs-, als Repressionsapparat, sondern es gibt eine breite bürgerliche Gesellschaft, die alle möglichen Institutionen beinhaltet, von Medien, Schule, Universitäten, Gewerkschaften bis hin zu Teilen der Arbeiterbewegung, den Arbeiterparteien, über die herrschende Klasse eine kulturelle, politische Hegemonie herstellen kann. Und wenn man den Staatsapparat erobern würde als Revolutionäre, dann bleiben noch immer diese anderen Elemente der bürgerlichen Gesellschaft, die einer gesellschaftlichen Veränderung entgegenstehen würden. Und daraus leitet die kommunistische Partei irgendwie aus dieser These ihre reformistische, gradualistische Strategie ab. Dass man eben Schritt für Schritt diese bürgerliche Gesellschaft mehr oder weniger unterwandern muss und dort Mehrheiten finden muss. Ich glaube, ich muss ein bisschen auf die Zeit schauen. Ich glaube, es ist auch wichtig zu verstehen, wo kommt dieses Hegemoniekonzept her. Das ist nichts, was Gramsci selber entwickelt, sondern er stützt sich da auf lange Debatten innerhalb der Arbeiterbewegung. Das geht zurück bis in die 1880er Jahre in der russischen Sozialdemokratie. Er schreibt selber in den Gefängnisheften, so der Mastermind der Hegemonietheorie ist Lenin selbst. Und was verstehen die russischen Sozialdemokraten, die Bolschewiki unter Hegemonie? Die haben versucht, eine Diskussion zu führen, wie in der russischen Gesellschaft, welche Rolle die Arbeiterklasse im Kampf gegen den Zarismus einnehmen müsste. Und kommen zu dem Schluss, die Arbeiterklasse muss die zentrale Rolle spielen. Auch die Bürgerlichen, auch die Bauern haben ein Interesse am Sturz des Zarismus. Aber eigentlich ist nur die Arbeiterklasse imstande, eine Revolution gegen den Zarismus erfolgreich zu führen. Und die Arbeiterklasse muss sie an die Spitze einer demokratisch-revolutionären Bewegung stellen. Das ist ganz wichtig für die weitere Debatte, welchen Charakter der antifaschistische Widerstand auch in Italien oder im Rest von Europa einnehmen muss. Und dieses Hegemoniekonzept wurde von den Bolschewiki, von den russischen Sozialdemokraten erst fallen gelassen 1917 nach der siegreichen russischen Revolution. Die Menschewiki, die Sozialdemokraten in Russland, haben dieses Hegemoniekonzept bereits vorher fallen gelassen und sind damals von Lenin scharf kritisiert worden, weil das bedeutet hat, dass sie sich ganz einfach unterordnen unter die bürgerlichen Parteien und keine eigenständige Rolle als Arbeiterklasse einnehmen. Nach der Revolution von 1917 hat man das Konzept fallen gelassen oder nicht mehr erwähnt, weil der Lenin es selber fallen gelassen hat und die Theorie der permanenten Revolution von Trotzki übernommen hat. Das heißt, Gramsci bewegt sich in einem theoretischen Rahmen, in einem politischen Konzept, das eine lange Tradition innerhalb der internationalen Arbeiterbewegung gehabt hat, wo einfach diskutiert worden ist, wie kann eine zukünftige Revolution aussehen, wie kann eine revolutionäre Machtübernahme durch die Arbeiterklasse aussehen.
in den Gefängnisheften, und das ist ein ganz ein wesentlicher Punkt, wo sie die Kommunistische Partei Italiens und die Reformisten auf Gramsci immer gestützt haben, gibt es eine Reihe von Zitaten, wo er sie abgrenzt von Leo Trotzki und dieser Theorie der permanenten Revolution. Einerseits ein bisschen komisch, weil zumindest aus meiner Lesart Gramsci zum Beispiel in der italienischen Revolution von 1920 sehr wohl Positionen vertritt, die mehr oder weniger deckungsgleich sind mit der Theorie der permanenten Revolution von Trotzki. Zum Beispiel zur Frage, wie man das Elend der Bauernschaft, wie man die Unterentwicklung des italienischen Südens beseitigen kann. Aber wie gesagt, in den Gefängnisheften grenzt sie Gramsci sehr stark von dieser Theorie der permanenten Revolution ab und kritisiert den Trotzki als den Theoretiker der permanenten Offensive. Also er tut so, als würde der Trotzki ständig irgendwie aufrufen zum revolutionären Kampf. Es gibt aber eine Reihe von Texten und Schriften und aus der konkreten Praxis, wo man sieht, dass diese Kritik jeglicher Grundlage entbehrt. Immerhin war Trotzki neben Lenin der, der überhaupt diese Einheitsfront-Taktik entwickelt hat. Und die hat auch besagt, dass unter den konkreten Umständen des Endes der revolutionären Welle nach dem Ersten Weltkrieg es im Westen, in Westeuropa einfach notwendig ist, putschistisch irgendwie die Revolution zu versuchen, sondern dass man mal geduldig eine Mehrheit innerhalb der Gesellschaft, innerhalb der Arbeiterbewegung und in der Gesellschaft für eine revolutionäre Perspektive entwickeln muss. Dieses geduldige Erklären in einer Einheitsfront, dieser Kampf um die Hegemonie innerhalb der Arbeiterbewegung seitens der Kommunisten, ist irgendwie ein Schlüsselkonzept, das eigentlich Trotzki vertritt. Das Interessante bei den beiden ist, dass sowohl der Lenin, sowohl der Trotzki wie der Gramsci entwickeln unabhängig voneinander dieselbe Perspektive wie der antifaschistische Widerstand oder wie es nach dem Sturz des Faschismus weitergehen könnte. Beide sehen die Notwendigkeit, demokratische Forderungen zu erheben, also für Pressefreiheit, für demokratische Wahlen, für Meinungsfreiheit. Und beide bringen das auf den Punkt mit der Forderung nach einer verfassungsgebenden Versammlung. Und beide sagen aber, dass in dieser verfassungsgebenden Versammlung muss die Arbeiterklasse, muss die kommunistische Partei versuchen, eine Mehrheit zu gewinnen, Mehrheit gewinnen für eine sozialistische Revolution. Das heißt, selbst im Gefängnis bricht Antonio Gramsci nie mit seiner kommunistisch-revolutionären Perspektive, die er als Parteivorsitzender der Kommunistischen Partei vertreten hat. Warum legt er so einen wichtigen Aspekt auf diesen Kampf für Hegemonie, der gleichbedeutend ist mit dem Kampf für Einheitsfront? Das ist, weil die Kommunistische Partei eine völlig wahnsinnige Taktik einschlägt ab 1929 und sagt, die sogenannte Sozialfaschismus-Theorie, die besagt, dass die Sozialdemokratie der Zwilling des Faschismus ist und de facto die gleichen Interessen vertritt. Und Gramsci sich gegen diese Sozialfaschismus-Theorie wendet und das irgendwie einen klaren Bruch zwischen ihm und den Stalinisten darstellt. Das ist der wesentliche Grund, warum er ihn mehr oder weniger totschweigt im Gefängnis und keine Anstalten macht, Gramsci wieder zu befreien. Zum Schluss möchte ich noch eins einbringen, nochmal zurückzukommen auf diese Analogie mit dem Stellungskrieg und dem Bewegungskrieg. Da gibt es einen wichtigen Text von Lenin aus dem Jahr 1902, der heißt Womit beginnen? Und den möchte ich kurz skizzieren, um zu zeigen, was die marxistische Konzeption zu dieser Hegemonietheorie und zu diesem Stellungskrieg und Bewegungskrieg ist. Der Lenin schreibt in Kritik an den Reformisten in Russland, die damals gemeint haben, man kann jederzeit eine Revolution machen gegen den Zarismus, sagt der Lenin, dem er vorwirft, er wäre der, der irgendwie ständig in jeder Zeit wäre, sieht er die Möglichkeit für eine Revolution, schreibt er, nicht auf zum Sturm, sondern organisiert die regelrechte Belagerung der feindlichen Festung. Das muss unser Slogan als russische Arbeiterbewegung sein.
Und die Aufgabe der Partei kann es nicht sein, unter den gesellschaftlichen Kräfteverhältnissen, die es damals gegeben hat, alle Kräfte auf einen Angriff zu orientieren, sondern es geht einmal darum, eine revolutionäre Organisation zu schaffen. Und diese revolutionäre Organisation muss aber so ein theoretisches Verständnis haben von den gesellschaftlichen Kräfteverhältnissen, dass sie jederzeit, dass sie eine flexible Taktik entwickeln kann, dass sie jederzeit umschalten kann von diesem Stellungskrieg auf diesen Bewegungskrieg, von Phasen, wo man defensive Kriegsführung versucht und einfach irgendwie versucht, Hegemonie zu entwickeln innerhalb der Gesellschaft und versucht, den Gegner halt irgendwie kriegsmüde zu machen und kampfunfähig zu machen. Und dann gibt es aber Phasen, wo irgendwie dieser Sturmangriff, der revolutionäre Aufstand notwendig ist. Und die Fähigkeit, die eine revolutionäre Führung herausbilden muss, ist ganz einfach, dass sie weiß oder entscheiden kann, in welcher Situation ist welche Taktik irgendwie die richtige. Das Entscheidende ist aber bei Lenin, und das ist bei Gramsci nicht ganz anders, ist dieser Aufbau einer revolutionären Organisation. Ja, und um zum Schluss zu kommen, wenn wir diesem Gramsci gerecht werden wollen, auch seine, wenn wir uns auch mit diesen Ideen seiner Hegemonietheorie auseinandersetzen wollen, dann wird es nur möglich sein, wenn wir verstehen, dass es notwendig ist, so eine Organisation aufzubauen, wie das der Gramsci ebenfalls versucht hat. Und eine wichtige Voraussetzung dafür ist, dass wir einfach die Lehren der Geschichte der Arbeiterbewegung ziehen. Und dazu gehören einerseits die positiven Beiträge, auch die positiven Beiträge von Gramsci, dass man die anerkennt und aufnimmt in sein eigenes Repertoire, aber dass man auch fähig ist, irgendwie die Fehler zu analysieren. Auch die Fehler von jemand wie Antonio Gramsci. Danke.